Okay, ich habe schon aus dem Natsliach. Shur Torah. Morgen Abend beginnt Purim. Und Purim ist einer der schönsten Feiertage, die wir haben. Alle unsere Feiertage sind schön, alle. Aber Purim ist ein sehr fröhlicher Feiertag. Ein Feiertag, wo sich alle freuen. Und natürlich fragt man sich, was ist so Besonderes an Purim? Was feiern wir an Purim? Und Purim ist ein Fest der Freude. Purim ist aber auch ein Fest der Verborgenheit. Weil wenn wir in die Megillah schauen, alles ist verborgen, alles. Von A bis Z, da sind so viele Geheimnisse. Und selbst wenn man das anfängt zu studieren, man braucht noch sehr, 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 sehr lange, bis man alle Geheimnisse durchstudiert hat. Es gibt auch Codes in der Torah, die wir heute Bezrat Hashem uns ansehen werden und noch andere Sachen. Aber das Hauptthema ist nicht Purim, sondern warum feiern wir eigentlich Purim? Was ist der Hintergrund? Wer ist der Feind des jüdischen Volkes? Weil es gibt auch einen Grund, weshalb wir Purim feiern. Und dieser Grund ist nicht positiv, sondern es gab einen Feind, Haman. Und der hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Und das werden wir anschauen. Das Thema des Shiurs ist eigentlich, wer ist Amalek? Wer ist Amalek? Aber zunächst schauen wir uns etwas über Purim an und über die Megillah und über die Göttlichkeit der Megillah. Und zwar habt ihr bestimmt alle schon mal etwas von Torah-Codes gehört. Torah-Codes, das sind Codes innerhalb des Textes, die, also unsere Gemara sagt schon, dass es seit 2000 Jahren ist. Also es gab Torah-Codes, seit 2000 Jahren kennen wir das und seit noch viel länger. Aber so richtig bekannt wurde das erst mit der Erfindung des PCs, des Computers, dann haben die herausgefunden, wo wirklich die Codes sind. Aber unsere Gemara zum Beispiel fragt, wo finden wir Mordechai, das Wort Mordechai in der Torah, wo finden wir das? Weil Purim ist eine Geschichte von vor 2500 Jahren und die Tora wurde vor 3300 Jahren uns gegeben. Das heißt, zur Zeit der Toragebung gab es noch kein Mordechai und kein Esther, könnte man sagen. Aber unsere Weisen fragen in der Gemara, wo finden wir Mordechai in der Tora, in den fünf Büchern von Moschee, und wo finden wir Esther in der Tora? Und die Gemara antwortet uns. Die Gemara sagt, dass wir Mordechai im Sefer Vayikra, im dritten Buch, finden. Und zwar, wo es um die Gewürze geht, das geht um spezielle Gewürze für Räucherwerk. Und dann gibt es eine, ich glaube, Myrrhe, da steht Mardro. Steht Mardro. Und da sagt die Gemara, das ist Mordechai. Und bei Esther sagt die Gemara im Sefer Dvarim, da steht zum Beispiel, dass Gott sein Angesicht von uns verbergen wird, wenn wir sündigen. Und da steht das Wort Astir. Und deswegen sagt die Gemara, da geht es um Esther. Schön, alles schön und gut, aber was ist der Beweis? Von wo wissen wir, dass es wirklich dort Mordechai und dort Esther ist? Weil die Torah-Codes uns eine interessante Sache gezeigt haben. Dort, wo die Gemara sagt, dass wir Mordechai finden, dort, wo die Gemara gesagt hat, dass wir Esther finden, dort finden wir auch laut den Torah-Codes Mordechai und Esther. Denn wir finden Mordechai wirklich da, wo die Gemara sagt. Und wir finden, bei Torah-Codes sollte man wissen, zum Beispiel es gibt den Text und da findet man wiederum einen Buchstaben im Abstand von vielen Worten. Manchmal ist das ein Abstand von 8 Worten, manchmal von 10 Worten. In diesem Fall finden wir den Namen Mordechai, aber es ist wichtig, dass dieser Abstand immer gleich ist. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, einmal ist Mem, danach 10 Worte Abstand, 10 Buchstaben Abstand und dann kommt Resh. Und danach 8 Buchstaben Abstand und dann kommt der nächste Buchstabe. Das geht nicht. Es muss immer eine selbe Anzahl sein an Buchstaben, damit man einen Code kriegt. Bei Mordechai haben wir in diesem Fall eine Buchstabenanzahl von 12.196 Buchstaben bis Resh kommt. 12.196 Buchstaben bis Dalet kommt und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man sich denken, okay, es ist nicht mal auf derselben Seite. Sind verschiedene Kapitel. Wer weiß, vielleicht ist das sogar im nächsten Buch erstmal der nächste Buchstabe. Das ist sehr unwahrscheinlich, könnte man sagen, dass es wirklich Mordechai ist, oder das ist sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich Esther ist. Aber jetzt kommt's. Sowohl bei Mordechai im dritten Buch als auch bei Esther im fünften Buch finden wir die beiden Namen, wie die Gemara es uns sagt, in einem Abstand, im gleichen Abstand von 12.196 Buchstaben. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Was ist so besonders daran? Jetzt kommt's. Die Megillat Esther hat 12.196 Buchstaben.
Von hier aus sehen wir, dass bei Hashem ist alles, die Engländer würden sagen precise, alles präzise, fertig. An dem Zeitpunkt, wo Gott uns die Tora gegeben hat, hat er schon alles bestimmt, was sein wird nach 1000 Jahren, nach 2000 Jahren, nach 3000 Jahren, wer Mordechai sein wird, wer Esther sein wird. Weil immer dann, wenn Gott ein Problem auf diese Welt schickt, werden wir noch weiterhin lernen, schickt auch Gott gleichzeitig die Lösung. Die Lösung kommt mit dem Problem in einem Paket. Ist die Frage nur, was entdeckt der Mensch als erstes? Durch seine Taten. Dann gibt es noch einen weiteren Code in der Migla, oder nicht Code, beziehungsweise eine Art Prophezeiung. Und zwar lesen wir darüber, dass die 10 Söhne von Haman wurden aufgehängt. Und die Königin Esther fragt ihren Mann Ahasverosh, ob er sie am nächsten Tag vielleicht aufhängen kann. Also die wurden getötet. Und sie fragt ihn jetzt, kannst du die Söhne von Haman aufhängen? Und jetzt stellt sich wiederum die Frage, warum fragt sie ihn das, weil sie waren ja schon tot. Warum verlangt sie von ihm, dass sie aufgehängt werden, obwohl sie schon tot sind? Gibt es auch mehrere Antworten, aber es gibt auch eine sehr interessante Sache. Weil in Kapitel 9 oder Kapitel 10, wo die Namen von den Söhnen von Haman aufgelistet werden, gibt es eine jüdische Tradition, dass es einige Buchstaben innerhalb ihrer Namen gibt, die klein geschrieben werden. Die klein geschrieben werden. Warum? Wie ich vor kurzem erfahren habe, ist diese Tradition auch nicht bei allen, sondern nur bei den aschkenasischen Juden. Das macht das alles umso interessanter. Weil die aschkenasischen Juden hatten mit diesen Leuten zu tun. Der nächste Tag, wo die Königin sagt, bezieht sich nicht auf den physisch nächsten Tag. Es bezieht sich auf einen Tag in der Zukunft. Und zwar, wenn man diese kleinen Buchstaben zusammennimmt, innerhalb der Namen von Haman, von Hamans Söhnen, kommen wir auf eine Zahl. Diese Zahl ist 5707. Das ist ein Jahr. Dieses Jahr, umgerechnet auf unseren Kalender, gregorianisch, wäre 1946. 1946 gab es die berühmten Nürnberger Prozesse, wo die Top-Nazis der damaligen Zeit gefasst wurden, es waren 11, und sie wurden zur Todesstrafe verurteilt in Nürnberg. Und die damalige Todesstrafe war sehr bekannt, es war ganz oft erschießen. Aber aus irgendeinem Grund hat sich der Richter für eine andere Strafe entschieden. Er meinte, es ist gut, sie zu hängen, was damals sehr unüblich war. Und er hat sie damals noch auf altmodische Weise gehängt. Über Nacht aber hat sich ein Nazi selbst umgebracht und am nächsten Morgen hat man halt nur 10 gehängt. Das ist eine weitere Sache, die wir finden, denn die Namen von Hamans Söhnen haben uns bereits das Jahr gesagt, wo wiederum Hamans spirituelle Nachfahren gehängt werden. Interessanterweise sagt uns unsere Tora auch, dass Haman noch eine Tochter hatte, das heißt, er hatte 11 Kinder, aber sie hat sich auch, wie der Nazi vor 70 Jahren, davor selbst umgebracht. Und hier sehen wir, dass Migla hat sehr, 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 sehr viele Geheimnisse. Aber Purim und Migilat Esther, was erzählen sie uns überhaupt? Sie erzählen keine neue Geschichte. Sie erzählen eine Geschichte, die schon hunderte Jahre davor angefangen hat, 500 Jahre davor. Und zwar gab es ein Volk, das hieß Amalek. Und das Volk Amalek hat mit Shaul einen Krieg geführt. Beziehungsweise Shaul, der erste König des Königreiches Israel, hat mit dem Volk Amalek einen Krieg geführt. Wer ist das Volk Amalek? Gehen wir ganz, ganz, ganz zurück zum Anfang. Amalek, das war ein Mann, ein Nachfahre von Esav. Esav, das war der Bruder von Yitzhak. Amalek war nicht nur ein Nachfahre von Esav, von dem bösen Esav, sondern ein Amalek war ein Nachkomme einer Mamser-Dynastie. Was ist eine Mamser-Dynastie? Ein Mamser ist eine Person, die aus verbotenen Beziehungen entstammt. Und wenn zum Beispiel diese Person aus verbotenen Beziehungen entstammt und selber eine verbotene Beziehung angeht, dann ist es ein Doppel-Mamser. Er hatte mehrere Mamserien in seiner Vergangenheit, Amalek, und so ist er entstanden. Und von Anfang an war er der Böse. Und nicht nur, dass er der Böse war, sondern er und seine Nachkommen waren auch ziemlich böse und waren sehr schlechte Menschen und haben auch mit dunkler Magie zu tun gehabt und mit allen möglichen Arten von Perversionen und so, das lernen wir noch. Und als unser Volk Israel hunderte Jahre später aus Ägypten rauskam,
kam sofort das Volk Amalek. Und das lesen wir auch in Parashat Zachor, das haben wir letzte Woche gelesen. Parashat Zachor haben wir gelesen, dass wir daran erinnern müssen. Und zwar steht da Folgendes. Erinnere dich an das, was dir Amalek auf dem Weg bei deinem Auszug aus Ägypten angetan hat. Er traf dich auf dem Weg und griff dich an, du aber warst matt und müde. Und er fürchtete nicht Gott. Er griff die Alten an und die Schwachen. Und es soll geschehen, wenn Hashem dein Gott dir Ruhe von all deinen Feinden um dich herum im Land gibt, welches Hashem dein Gott dir gibt zum Besitz, dann sollst du das Gedenken Amaleks unter dem Himmel auslöschen. Vergiss das nicht. Das ist die Mitzwa, die einzige Mitzwa in der Tora, die wir haben, wo es um die Auslöschung eines Volkes geht. Wir sind keine Dschihadisten, wir sind nicht der Islamische Staat. Aber wenn es eine Mitzwa geht um eine Auslöschung eines Volkes, dann ist es die einzige Mitzwa, die wir haben. Amalek auszulöschen. Wir müssen aber heute sagen, heute kennen wir nicht die Nachfahren von Amalek und das Volk Amalek hat auch aufgehört zu existieren, aber es gibt nur einzelne Nachfahren. Aber um die kümmert sich der Mashiach. Wir haben heute nicht die Mitzwa, ihn physisch zu vernichten, aber es gibt den Geist von Amalek, es gibt die spirituelle Gesinnung von Amalek, es gibt die Denkweise von Amalek und die müssen wir schon bekämpfen. Wie gesagt, Volk Israel und Amalek hatten Krieg. Gott sagt uns, vergiss nicht, was Amalek dir angetan hat in der Wüste. Und wenn du in das Land kommst, du klärst deine Sachen und du bist sesshaft, also alles ist okay und so weiter und so fort. Wenn du Ruhe hast von deinen Kopfschmerzen, danach kümmere dich um Amalek. Lösch ihn aus. Alle von A bis Z. Es darf keine Nachkommen geben. Und dann viele hunderte Jahre später, als es schon Könige in Israel gab, gab es einen König, wie ich erwähnt habe, der hieß Shaul. Und Shaul hat den Propheten Schmuel gehabt. Und der Prophet Schmuel, er sagt ihm, dass man muss das Volk Amalek auslöschen. Die Zeit ist gekommen, diese Mitzwa zu erfüllen. Und er sagt ihm, dass man alle umbringen muss. Ältere, Jüngere, Kinder, Frauen, Männer und sogar die Tiere. Alle, von A bis Z. Es darf kein Andenken mehr an Amalek geben. Vergiss das nicht, sagt Hashem. Vergiss nicht, was er dir angetan hat. Und Shaul hat natürlich das ausgeführt. Nicht ganz. Er hat nicht ganz diesen Befehl ausgeführt. Er hat alle umbringen lassen, außer den König und die Schafe. Warum? Weil mit dem König hat er Mitleid gehabt. Immerhin, er steht ja keine Gefahr da ohne sein Volk. Und die Schafe, da hat er sich gedacht, die Tiere allgemein, die Schafe, die Hühner, alles, hat er sich gedacht, warum sollte ich das umbringen? Ein Schaf, 500 Euro, ne? Schaf ist nicht billig. Damals wie heute. Also Schafe ist eine gute Geldquelle, damals gewesen und heute auch, wenn man Fleisch kauft, allgemein. Ist nicht günstig. Er dachte sich, warum soll ich die umbringen? Was hat das für einen Nutzen? Was haben die Tiere gemacht? Was hat das mit dem anderen zu tun? Und deswegen hat er die Schafe übrig gelassen. Und dann kommt der Prophet und sagt, warum hast du dieses Gebot nicht ausgeführt? Du hast deinen Job nicht erfüllt. Danach sagt Shaul, hör mal, ich habe meinen Job erfüllt, aber die Schafe, die können wir ja dem Altar opfern. Also wir können das ja auf dem Altar zu Gott opfern. Deswegen wollte er sich damit rechtfertigen. Er dachte, er macht eine Mitzwa, beziehungsweise er wollte die Sünde so aussehen lassen wie eine Mitzwa. Dazu kommen wir noch, dass viele Leute heutzutage, die versuchen, eine Sünde wie eine Mitzwa aussehen zu lassen, damit die Leute nicht darauf kommen, dass es eine Avera ist. Und was sagt ihm der Prophet? Wir lernen von hier auch eine sehr interessante Sache, ein Prinzip für unser ganzes Leben. Prophet Schmuel sprach, hat Gott denn mehr Wohlgefallen an Opfern, an den Opfern und Schlachtopfern, als an dem Gehorsam an die Stimme Gottes? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Gehorchen ist besser als das Fett der Widder. Gehorsam ist viel besser als Schlachtopfer. Und viele Leute sagen so, was ist, wenn ich am Schabbat 500 Euro auf der Straße finde, 200 Euro auf der Straße finde? Und im Endeffekt, das ist ja keine richtige Sünde im Sinne von Melacha. Ich nehme das einfach nur, und das ist einfach nur so wie Mukze, haben die Rabbiner verboten. Und später gebe ich das als Tzedakah. Auch in diesem Fall gilt das Prinzip, Gehorsam ist besser als Opfer. Gott braucht keine Opfer. Gott braucht Gehorsam. Das, was er gesagt hat, das muss man ausführen.
Und Shaul ist gescheitert. Was war die Konsequenz? Hashem sagt, du als König hast deine Chance vermasselt. Ich hole mir jetzt einen anderen König. Wer ist dieser andere König? König David. Und ab dem Zeitpunkt hatte der Prophet Schmuel die Aufgabe, einen neuen König zu suchen. Und das war König David. Und er war der erste richtige König von Israel. Shaul hat nicht gezählt. Er war der erste richtige König. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, Shaul hat alle getötet bis auf den König, Agag von Amalek. Wie ist Haman entstanden? Agag hat sich in der Zwischenzeit ein Mädchen genommen und hat dafür gesorgt, dass sie Nachkommen kriegt. Und von ihr ist Haman entstanden. Das ist das Problem. Shaul hat nicht seinen Job ausgeführt. Deswegen haben wir Purim. Weil Shaul nicht seinen Job ausgeführt hat und deswegen hat er die Tür offen gelassen für den bösen Haman. Was ist mit dem König passiert? Der Prophet hat ihn selbst umgebracht. So, jetzt gibt es diese Nachkommen von Haman, Agag, hunderte und hunderte Jahre später. Und sie gehen die Zeit hindurch. Und unser Volk geht in eine andere Epoche. Das ist die Epoche von Purim. Das ist die Zeit nach der Zerstörung des ersten Tempels und im babylonischen Exil. Da gab es einen Mann, der hieß Haman. Und er hatte ein Problem. Er war ein Multimillionär. Er war sogar reicher als der König. Er hatte sehr, sehr, sehr viel Gold und Silber. Sehr viel Geld. Und stellt euch vor, ihr seid so reich wie er. Was interessiert euch ein Jude, der sich nicht vor euch verbeugt? Braucht ihr das? Nein. Aber Haman hatte eine andere Sache. Er war bereit, sein ganzes Geld zu opfern, sein ganzes Geld zu bezahlen, nur um dieses Volk zu vernichten. Warum? Er trägt den Samen Amaleks in sich. Er ist Amalek. Amalek hat eine Natur, eine antijüdische Natur. Er möchte das jüdische Volk vernichten. Es gibt auch Seelen von Amalek. Nicht nur physische Nachkommen von Amalek, sondern auch Seelen, sagt der Zohar. Und es gibt, abgesehen von den Seelen, gibt es auch noch Charaktereigenschaften von Amalek. Charaktereigenschaften von Amalek haben wir alle. Könnten wir theoretisch alle haben. Und über die sprechen wir noch, was das für Eigenschaften sind und wie gefährlich diese Eigenschaften sind. Purim zeigt auch uns eine andere Sache. Purim zeigt uns, dass wenn das Volk zerstritten ist, kommt ein Feind, ein Antisemit. Und was ist die Wirkung von Antisemitismus? Warum gibt es das auf der Welt? Warum gibt es Antisemitismus auf der Welt? Ist das eine Theorie? Alles von gut. Warum? Warum gibt Gott uns Antisemitismus? Warum? Um zu gucken, wie wir auf solche Menschen reagieren. Das ist nur ein Grund. Es gibt nur einen einzigen Grund. Zwei Dinge. Eigentlich zwei. Wenn wir Juden zerstritten sind und wir sind zerstritten, wir reden nicht mit dem anderen, wir haben etwas gegen den und gegen den und Chabad und bla bla und er ist nicht meins und ich bin nicht seins und so weiter und so fort und wir machen anders. Er betet schnell, ich bete langsam und so weiter und so fort. Er betet mit komischer Betonung, ich bete mit meiner eigenen komischen Betonung. All diese unnötigen Dinge, auf die man nicht achten muss. Wenn wir zerstritten sind, gibt uns Gott einen Feind, der uns nervt, der uns Kopfschmerzen macht. Und wenn wir diesen Feind haben, sind wir auf einmal wie eins. Wir sehen das auch vor 70 Jahren nach dem Holocaust, war das jüdische Volk wie eins. Deswegen ist auch der Staat entstanden. Warum? Da hat es niemanden interessiert, bist du Sephardi oder Ashkenazi oder sonst noch was. Religiös, nicht religiös, wir sind alle ein Volk. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wenn wir Juden unsere Aufgabe vergessen, wer wir eigentlich sind, dann schickt Gott uns den Goy, um uns daran zu erinnern, wer wir sind. Das heißt, in Deutschland war das der Fall. Juden wollten immer weniger was mit Judentum zu tun haben. Sie wollten immer mehr Deutsche sein als Juden. Was hat Gott gemacht? Antisemitismus kommt und er hat uns daran erinnert, dass wir, egal wie deutsch wir sind, damals, vor 70 Jahren, egal wie sehr wir wollten, dass wir keine Juden mehr sind, der Nichtjude hat uns immer daran erinnert, du bist trotzdem ein Jude. Der Typ, seine Oma war Jüdin, er wurde trotzdem vergast. Warum? Weil seine Oma war Jüdin. Sie haben ihn daran erinnert, du bist trotzdem Jude. Und so weiter und so fort. Egal wie sehr der Jude weggelaufen ist von seiner jüdischen Identität, der Goy hat ihn immer daran erinnert, du bist trotzdem ein Jude. Ich habe schon davor erwähnt, dass es auch Geist von Amalek gibt, auch Gedanken von Amalek. Und leider gibt es auch solche Leute in unserem Volk, die sind ausgenommen von dieser Achdut, von der Einheit. Gegen die, wenn man gegen die etwas hat, ist nicht schlimm. Warum? Weil die sind Amalek. Beziehungsweise die sind sogar manchmal noch schlimmer als Nazis, will ich sagen.
Kennt ihr diese Organisation heute, diese Pro-Israel-Organisationen, diese Jugendorganisationen, die das Ziel haben, den Jugendlichen mehr zu verbinden mit seiner Kultur und seiner, genau, Kultur. Sie zeigen Judentum, was Religion ist, zeigen sie auf als eine Kultur, was falsch ist. Weil eine Kultur ist, möchtest du danach leben? Okay, möchtest du nicht danach leben, ist auch nicht schlecht. Das sind Organisationen, die sind beeinflusst vom Zionismus. Zionismus, eigentlich eine positive Sache, die wir alle kennen, wenn wir das kennen. Was ist Zionismus? Zionismus wurde vor hunderten Jahren gegründet, aber ist jetzt auch nicht so alt. Und zwar sagt der Zionismus aus, dass Juden müssen in einem Staat leben und dieser Staat ist eigentlich egal, wo er ist, aber die haben halt Israel gewählt. Und nur dann haben wir Freiheit von Antisemitismus. Der Zionismus hat immer dafür gesorgt, dass mehr Leute nach Israel einwandern und so. Eigentlich eine gute Sache, oder? Wir müssen aber wissen, wie diese Bewegung entstanden ist und was sie alles angestellt hat. Mit dem positiven Effekt, dass der Staat Israel gegründet wurde, gab es auch sehr viele negative Dinge, die wir leider heute im jüdischen Volk sehen. Wir sehen die Folgen von Sozialismus aus der Sowjetunion und wir sehen die Folgen von Zionismus, der leider immer noch existiert. Nur der hat die Form gewechselt. Jetzt gibt es religiösen Zionismus in Israel. Das ist eine andere Sache. Aber der ursprüngliche Zionismus war antireligiös und antireligion. Und es ist wichtig, das zu erwähnen, dass der ursprüngliche Zionismus hat nichts mit Judentum zu tun. Und zwar wollten die Zionisten eine Sache. Die wollten jüdisches Leben ohne Judentum. Sie wollten Tradition, sie wollten Kultur, sie wollten kein Judentum. Und das, was ich euch jetzt zitiere, ist nicht ausgedacht, das ist auch nicht über Zionisten geschrieben, sondern das schreiben Zionisten über sich selbst. Die ursprünglichen Zionisten vor 100 Jahren, das sind Zitate von denen selbst und die Quellen sind auch dabei. Es gab einen Zionisten, der hieß Chaim Assas. Von 1898 bis 1973 lebte er und er schrieb Folgendes. Zionismus und Judentum sind zwei verschiedene Dinge. Tatsächlich widersprechen sie sich gegenseitig. Wenn man kein Jude mehr sein möchte, wird man zum Zionisten. Der Zionismus beginnt dann, wenn das Judentum zerstört ist. Stell sicher zu verstehen, dass der Zionismus keine Fortsetzung des Judentums ist. Es ist keine neue Version, es hat nichts damit zu tun. Das kann man lesen in Musaf Haaretz, Elul 1943. Da gab es noch einen anderen, der hieß Menachem Uskin oder Usikin. Er lebte von 1863 bis 1941. Er schrieb Folgendes. Was ist der Unterschied zwischen einem toten Juden im Ausland und einem toten Juden in Israel? Diejenigen, die im Ausland sterben, sind wenig relevant. Denn ihr Leben hat keine Bedeutung. Aber die Toten in unserem Land sind wichtig. Warum? Weil die Juden, die im Ausland gestorben sind, warum sterben sie im Ausland? Weil sie vorgezogen haben, im Ausland zu leben, im Ausland zu sterben. Aber die interessieren uns nicht. Aber die Juden, die nach Israel eingewandert sind, die uns gefolgt sind, die sind mehr wichtig, warum die kämpfen für unsere Sache. Aber die Juden, die im Ausland leben, viele auch Religiöse, die leben im Ausland, die interessieren uns nicht. Es gab noch einen anderen, der hieß Yitzhak Greenbaum von 1879 bis 1979. Er sagte Folgendes. Als sie mich fragten, ob ich das Geld der Organisationen nützen würde, um Juden vor dem Tod zu retten, sagte ich erneut nein. Wir müssen stark sein und uns vor Augen halten, dass unsere Handlungen für das Wohl des Zionismus sind. Damals gab es Organisationen, die versucht haben, also die Geld hatten, die sehr viel Geld gesammelt haben und die Juden freikaufen wollten von den Nazis. Es gab so eine Geschichte, dass Nazis haben Juden verkauft, besonders reiche oder berühmte Leute, um Geld zu kriegen, weil sie brauchten Geld für den Krieg. Hier in der Nähe von Celle gibt es ein KZ, das heißt Bergen-Belsen. Bergen-Belsen war kein Vernichtungslager zu Anfang, nur zu Ende, wie jedes andere auch. Aber Bergen-Belsen war ein Gefangenen-Austauschlager. Das heißt, dort kamen die Reichen hin, wo man sich erhofft hat, dass jemand aus dem Ausland diese kauft. Und man hat versucht, mit denen Geschäfte zu machen. Deswegen sahen die auch besser aus als die in Auschwitz zum Beispiel. Weil man wollte, dass man die halt verkauft und so weiter. Und Yitzhak Greenbaum, er
hat so eine Organisation geleitet und momentan hatten sie echt keinen Bock, diese Juden, besonders die Abgemagerten, zu kaufen. Weil die brauchten momentan das Geld für den Staat, um den Staat voranzubringen, um diese Idee zu verwirklichen. Und dann haben sie gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich Geld von der Organisation gebe, sagte ich erneut nein. Warum? Weil in diesem Moment, wir müssen alles für den Zionismus tun. Der Staat ist wichtiger als die Leute. David Ben-Gurion, was schrieb er? Er lebte von 1886 bis 1973. Er schrieb Folgendes. Die Juden im Exil, also im Ausland, sind keine Volksangehörigen. Sie sind wie der Staub des Menschen. Kein Stimmrecht und keine Bildung. Es ist nicht leicht, diesen Staub zu vernichten. Das schrieb er in seinem eigenen Buch. Was meint er damit? Er meint, dass die Juden im Exil, die sind wie Staub, die Ballast, unnötig. Warum sind sie im Exil? Warum sind sie nicht bei uns? Die Tatsache, dass sie nicht vorgezogen haben, mit uns hier zu leben, zeigt, was für schlechte Menschen sie sind, was Schwachsinn ist. Ich weiß nicht, ob das auch Ben-Gurion war, der schrieb, dass wenn wir den Staat erstmal gründen, dann werden wir die Haredim, die religiösen Juden, werden wir im Museum sehen. Das heißt, was er meinte ist, in unserem neuen Staat wird es keine religiösen Juden geben, das ist eine Sache, die ist vergangen und wir werden ihre Kleidung im Museum sehen. Aber hat er leider nicht geschafft. Hat er nicht geschafft zu seinem Ungunsten. Jetzt kommt die heftigste Sache, die es gibt. Über die wird nirgendwo gesprochen. Eine Sache, die wird nie über Zionismus erzählt. Nie. Warum? Weil sie so schlimm ist. Ich möchte damit aufzeigen, dass es Leute gibt in unserem Volk und gab, die schlimmer waren als die Nazis. Die jemenitische Kinderaffäre. Von hier sieht man die kranken Gedanken der Zionisten damals. Die so waren wie die Nazis. Die hatten Amalek in sich. Die jemenitische Kinderaffäre sagt Folgendes. Die war von 1948 bis 1954. Zeig mir eine Schule in Israel, wo das gelehrt wird. Oder in Amerika oder sonst noch wo. Und zwar, die jemenitischen Juden, die sehen nicht aus wie die europäischen Juden, richtig? Die sehen ein bisschen verwildert aus, ein bisschen, wie heißt das, Ausländer. Dunkel, arabischer Akzent, andere, alles anders. Von 1948 bis 1954 wurden ca. 1800 bis 5000 Babys von den jemenitischen Juden, die nach Israel ausgewandert sind, gestohlen. Und bis heute weiß man nicht, was man mit denen gemacht hat, wo die sind. Man weiß nicht, wo die sind. Es gibt Spekulationen. Man sagt, entweder die wurden verkauft an Familien, wo es keine Kinder gab, oder mit denen hat man Experimente gemacht oder was auch immer. 5000 Kinder weg. Jede achte jemenitische Familie hat Kinder verloren. Jede achte jemenitische Familie, da hat ein Baby gefehlt. Warum? Zionisten bringen die zwar her, Zionisten klauen die Kinder. Warum? Die sind weniger wert. Die sehen schwarz aus. Und so weiter und so fort. Was passiert, wenn eine Bewegung, wie der Zionismus, ihr Judentum beiseite lässt und eine Stadt baut? Was kommt raus? Also eine religionslose Stadt, was kommt dabei raus? Dann kommt die Stadt Tel Aviv dabei raus. Weil Tel Aviv ist eine ultrazionistische Stadt gewesen und ist immer noch. Tel Aviv war vor 100 Jahren, hat sie nicht existiert, aber die Zionisten haben sie gebaut und wir sehen heute, was ist Tel Aviv? Überall Schwule, überall alles. Nix, keine Werte, gar nichts. Das ist das Resultat, wenn ein Zionist eine Stadt baut. Und es gab noch andere Fälle, heftige Fälle, auch über den Holocaust, bezüglich der Zionisten und dem Holocaust. Und zwar gibt es, wie ich erwähnt habe, es gab halt Organisationen, die haben versucht, Juden von den Nazis zu kaufen. Und es gab einen Deal, den man geschlossen hat. Und zwar war dieser Mann, der den Deal geschlossen hat, war Rudolf Kastner. Und er hat einen Deal geschlossen mit den Nazis und er wollte von denen 25.000 ungarische Juden abkaufen. 25.000 ungarische Juden. Wie viel würdest du bezahlen für 25.000 ungarische Juden? Du kannst sie vor dem sicheren Tod retten. Wie viel würdest du bezahlen? Nenn mir einen Preis. Juden? Viel. Wie viel? Nenn mir einen Preis. Zu viel. Wie viel bist du bereit zu bezahlen, Preis, um 25.000 Juden zu kaufen? Nenn mir einen Preis. Eine Million. Million, okay. Weißt du, für wie viel sie verkauft wurden? Jetzt kommt's. Sie wurden angeboten für 50.000 US-Dollar. Das ist 2 Dollar pro Jude. Das nicht. 2 Dollar pro Jude. Es gab einen ähnlichen Deal.
Und zwar, Joel Brandt wollte diesen Deal machen. Er war bereit, die Nazis wollten 10.000 Panzer haben, im Gegenleistung zu 1 Million Juden. 1 Million Juden, das ist viel, weil 6 Millionen sind gestorben. 1 Million Juden waren sie bereit zu geben für 10.000 Panzer. Problem ist, 10.000 Panzer kosten Geld, aber nicht so viel Geld wie 1 Million Juden. Ne? Mhm. Die Zionisten haben ihn nicht gelassen und haben ihm gesagt, dass das Geld brauchen wir für was anderes. Und er, als er nicht auf sie hören wollte, haben sie ihn eingesperrt in einem arabischen Land. Weil der Deal musste in einer neutralen Zone passieren. Damals waren arabische Länder neutrale Zonen. Und sie haben ihn dort eingesperrt. Ich glaube, das war Libanon oder so. Das kann man lesen im Buch 51 Dokumente. Geschrieben von Zionisten. Von Zionisten geschrieben. Sie haben ihn nicht gelassen. Und warum? Weil sie das Geld für die Panzer war denen mehr wichtig als 1 Million Juden. Das passiert, wenn ein Jude Torah verlässt. Er entfremdet sich, er wird zu einem Tier. Sieht man. Weil jede Art der Ethik kommt nicht von Erziehung oder so. Diese Erziehung, diese Ethik hat auch ihren Ursprung in Religion. Weil wir sehen, Familien, nicht-jüdische Familien zum Beispiel oder andersgläubige, die da, wo Religion nicht gelebt wird oder alles Mögliche, die haben eine ganz andere Ethik. Und wir finden eine sehr interessante Sache bei diesem Zachor. Da steht, auf dem Weg bei eurem Auszug aus Ägypten, Asher Karcha Baderich, bemerkt Rashi eine interessante Sache. Rashi sagt, dieses Karcha ähnelt anderen Wörtern und ist mit anderen Wörtern verbunden. Drei verschiedene Dinge gibt es, die diesem Wort ähneln. Drei verschiedene Dinge gibt es, die wir von Amalek lernen, wer Amalek war. Abgesehen davon, dass er so böse war. Sagt Rashi, das Karcha ist ähnelt dem Wort Kri. Weiß jemand, was Kri ist? Weiß, was Kri ist? Kri ist eine Bezeichnung für nächtlichen Samenerguss. Kri ist auch ein Sammelwort für Unreinheit, für Unmoral und so weiter und so fort. Rashi sagt, Amalek war schwul, war homosexuell. Beziehungsweise viele haben das gelebt. Amalek war schwul. Okay. Was ist damit gemeint? Und wie steht das Judentum dazu? Weil es gibt einige Leute, in unserem Volk, die sind schwul. Aber anstatt damit zu arbeiten, anstatt herauszufinden, was bietet mir die Religion, um das besser zu machen, weil es gibt viele Dinge, nur man spricht nicht darüber, deswegen weiß keiner was davon. Was bietet mir die Religion, um mich zu verbessern? Was machen die? Die gehen, die gründen eine eigene Gemeinde, eine schwule Gemeinde. Wo gibt es sowas? In den USA und jetzt auch neuerdings hier in Berlin. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob das eine Gemeinde ist oder einfach nur eine Organisation, die sich für die LGBT-Community der Juden in Deutschland kümmert. Die heißt Keshet, also Regenbogen. Und die machen Shabbaton, also schwule Shabbaton, schwule Shiurim, alles schwul, alles mit dieser Flagge. Und die sagen, die argumentieren mit einer Sache, genauso wie Shaul das argumentiert hat. Die sagen nämlich, die wollen eine Sünde koscher aussehen lassen. Okay? Deswegen sagen die, es gibt in der Tora keine einzige Stelle, wo Homosexualität verboten wird. Sagen die so. Und weil das eine Anschuldigung ist, sollte man natürlich auch herausfinden, ob diese Anschuldigung wirklich irgendwo Bestand hat oder nicht. Und deswegen wollte ich auch ein bisschen über dieses Thema reden, weil wir müssen wissen, dass das ist nicht normal, es ist nicht erlaubt. Und das, was diese Leute machen, wenn sie keine Tshuva machen, sind sie sehr schlecht dran. Ich habe hier ein Notizbuch, da habe ich mir alles aufgeschrieben, was dort passieren wird von A bis Z. Ich werde vielleicht später noch einige Sachen vorlesen, was mit Leuten passiert, die nicht Tshuva für so eine Sache machen. Wo finden wir die erste Stelle von Homosexualität in der Tora? Erste Stelle finden wir bei Sodom und Gomorra. Aber da viele Leute, das ist ihr Argument, die sagen, die Leute von Sodom, die waren nicht schwul. Die waren einfach nur, die hatten diese Natur. Es gibt sowas wirklich, in Gefängnissen gibt es so etwas, dass normale Männer vergewaltigen Männer, aber um sie zu demütigen. Es ist nicht so, dass sie schwul sind, aber sie machen das, um sie zu demütigen. Und das klappt.
Und die sagen, das ist eine Art von Brutalität, welche in der Tora verboten wird. Das wird in der Tora verboten. Aber wenn man das aus Gefühlen macht, dann wird es nicht verboten. Es ist nicht verboten. So sagen die das. Und das ist deren Ausrede für Sodom. Deswegen habe ich Sodom nicht in die Beweisliste aufgeführt, weil das ist deren Meinung. Aber wo gibt es richtige Beweise? Wo finden wir Homosexualität zum ersten Mal in der Tora? Das finden wir in Parashat Miketz, Kapitel 41, Vers 45. Da geht es um Josef und wie er seine Frau Osnat heiratet. Josef und seine Frau Osnat, welche eigentlich mit ihm verwandt ist und von Potiphar adoptiert wurde. Aber Potiphar steht hier nicht als Potiphar. Potiphar steht hier als Potiphera. Ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Vers wird Potiphar niemals Potiphar genannt, sondern nur Potiphera. Und wir wissen, in der Tora gibt es keine Sachen, die einfach so sind. In der Tora ist alles perfekt. Und wenn aus Potiphar Potiphera wird, dann muss da ein Prozess stattgefunden haben, richtig? Wir wissen zum Beispiel auch, dass der Name hat Einfluss auf Schicksal. Okay? Abraham konnte keine Kinder kriegen, aber Abraham konnte schon Kinder kriegen. Sarai konnte keine Kinder kriegen, aber Sarah konnte schon Kinder kriegen und so weiter und so fort. Auch sehen wir aus unserer eigenen Familie, dass Leute waren krank, Name geändert, Leute wurden gesund. Der Name und Schicksal oder der Name und Werdegang hat eine sehr große Bedeutung. Und hier stellt sich die Frage, warum wird Potiphar auf einmal Potiphera? Sagt uns Rashi Folgendes. Er zitiert uns die Gemara, und zwar in Sotah 13b. Und in Sotah 13b steht Folgendes. Das ist die Gemara, mündliche Tora. Warum wurde aus Potiphar Potiphera? Ganz einfach. Potiphar wollte Josef missbrauchen. Schwul. Er wollte Josef missbrauchen. Und in dem Moment kam der Engel Gabriel und sorgte dafür, dass er zeugungsunfähig wird. Er kastrierte ihn. Er hat diesen Prozess gestoppt, sodass Josef nichts passiert ist. Er hat ihn gerettet. Und deswegen wurde Potiphar zu Potiphera. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum wollte Potiphar Josef missbrauchen? Was ist der Grund? Antwortet uns Rabbi Nachman. Rabbi Nachman aus Breslau. Rabbi Nachman aus Breslau sagt uns Folgendes. Er schreibt in seinem Buch, Likutei Maran, er schreibt, dass wenn eine Person sehr viel zügellos ist, mit sich selbst, mit dem anderen Geschlecht, was man nicht darf, dann wird das irgendwann mal langweilig. Und dann muss er immer einen draufsetzen. Und irgendwann mal ist das Normale langweilig und er geht zum Nicht-Normalen, er geht zum Widernatürlichen über. Irgendwann mal ist das nicht mehr so interessant und er geht zu noch einer Stufe höher, geht er rüber und so weiter und so fort. Und so kommt es, schreibt Rabbi Nachman, dass Leute am Ende mit Tieren enden. Werden wir auch noch lernen. Und es gibt solche Leute. Es gibt solche Leute überall auf dieser Welt. In Amerika, in Deutschland, überall. Warum? Weil man sich keine Grenzen gesetzt hat. Wer war Potiphar? Potiphar hat sich keine Grenzen gesetzt. Potiphar dachte, alles ist okay. Er hatte die schönste Frau der Welt. Er hatte noch viele andere Frauen bestimmt neben ihr. Und so weiter und so fort. Potiphar hat sich keine Grenzen gesetzt. Das, was normal war, wurde für ihn langweilig. Es wurde für ihn nicht mehr begehrenswert. Und deswegen wurde er schwul. So, jetzt Potiphar wurde jetzt kastriert von Engel Gabriel. Was passiert jetzt, wenn Potiphar stirbt? Potiphera. Danke. Was passiert, wenn Potiphera stirbt? Was glaubst du? Weiß nicht. Er kommt zurück. Gott ist so gnädig und gibt Potiphera bestimmt eine nächste Chance. Aber dieses Mal ist Potiphera nicht mehr durch seine eigenen Taten schwul geworden. Dieses Mal ist Potiphera so geboren. Okay? Er wird geboren als Franz, 2020. Und Franz, in ein paar Jahren spürte, dass er mag keine Mädchen, er mag Jungs. Warum? Er hat sich eine Eigenschaft vom letzten Leben angeeignet, durch seine eigenen schlechten Taten. Und dieses Mal kommt er wieder und muss mit dieser Eigenschaft kämpfen. Das ist seine Aufgabe. Genauso wie er sie sich selbst angeeignet hat, genauso muss er sich selbst wieder abeignen. Schwierig, aber machbar. Nur wenn man die Einstellung hat, dass man es auch schafft. Und wenn man von Anfang an sagt,
alles gelogen, man wird damit geboren und ist alles gut, dann, wenn man sich nicht anstrengt, dann schafft man natürlich gar nichts auf dieser Welt. Das ist der erste Schritt, was mit so einer Person passiert. Sie kommt erstmal wieder, sie kriegt eine Chance. Was passiert, wenn man keine Tshuva dafür macht? Was passiert, wenn man es nicht geschafft hat? Was passiert dann? Dann kommt der nächste Schritt. Das ist das Buch der Reinkarnationen. Das Buch der Reinkarnationen. Es wurde von dem Schüler von Arizal geschrieben. Also die Informationen sind von Arizal. Und er schreibt ganz genau, für was kommt man als welche Sache zurück, beziehungsweise warum, wie, weshalb, warum. Er sagt, Menschen, die keine Tshuva gemacht haben für Homosexualität, kommen zurück als Tiere, aber als gewisse Tiere, als Hasen. Das denken wir, oh, wow, süß, Ostern, Schwarz, Hasen. Was ist so, ist ein bisschen witzig für uns, was, Hasen. Wir müssen aber wissen, dass die Kabbalah uns sagt, dass in ein Tier zu kommen, wiederzukommen auf die Erde als ein Tier, ist keine Freude für das Tier. Warum? Weil die Seele im Tier ist sich bewusst, dass sie an einem falschen Ort ist und dass sie dort nicht hingehört. Das ist eine Bestrafung. Und jede Sekunde, wo die Seele im Tier ist, egal ob es ein Hund ist, wenn man Geschlechtsverkehr mit einem Nichtjuden hat, kommt man als Hund. Oder wenn man ein Hase ist oder eine Katze ist, wenn man eine Frau ist, die nicht weiß, wie man sich anzieht und so weiter. Oder wenn man ein Kaninchen ist oder so ein Hase. Jede Sekunde, wo diese Seele in diesem Tier ist, ist eine riesige Qual und die Seele ist sich bewusst, dass sie dort nicht hingehört und es ist eine Art Hölle auf dieser Erde, in dem Tier. Das Tier sieht süß aus, aber innen drin leidet es. Sie kommen als Hasen. Das sagt Shara Gilgulim. Ich zähle nur die Quellen auf, um zu zeigen, dass das Judentum schweigt über dieses Thema nicht. Das Judentum hat eine ganz klare Stellung zu diesem Thema und die Leute in Berlin und in Amerika und alles Mögliche, die Leute das, was sie anstellen, sie müssen wissen, was sie anstellen. Okay, was passiert, wenn man dann keine Tshuva macht? Dann, je nach Vergehen, wenn das mit dem Hasen auch nicht geklappt hat, gibt es die nächste Sache. Und zwar, es gibt die Hölle, welche begrenzt ist, aber es gibt auch die siebte Stufe, die nicht begrenzt ist. Und Homosexualität, die Sünde von Homosexualität, bewegt sich in der fünften bis zur siebten Stufe, je nach Vergehen. Die siebte Stufe endet nicht. Das ist eine sehr schlimme Sache, wenn man dafür keine Tshuva macht. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, wenn wir das ganz kurz anschneiden, Hölle, Brennen, Feuer und so, wie kann das sein? Seele ist spirituell und Feuer ist nicht spirituell und man kann eine Seele nicht verbrennen. Ich will das nur kurz anschneiden. Man muss sich das vorstellen, das ist eine andere Dimension. Das, was Gott möchte, das wird auch da passieren. Also im Sinne von, für ihn ist ja nichts unmöglich. Genauso wie Himmel. Wir können uns das zwar nicht vorstellen, aber okay, wenigstens über Genom gibt es Beschreibungen. Stellt euch vor, ihr träumt einen Traum, einen Albtraum. Und ihr bewegt euch nicht im Traum. Ihr schläft. Und niemand greift euch an in Wirklichkeit. Aber wenn ihr aufsteht, ihr seid verschwitzt und ihr seid richtig nicht ausgeruht und ihr seid gestresst. Warum? Weil die ganze Nacht im Traum wurdet ihr verfolgt von irgendeinem Messerstecher. Im Traum war das real, aber in Wirklichkeit habt ihr euch nicht bewegt. Aber wenn ihr aufsteht, ihr seid verschwitzt und ihr seid alles Mögliche. Das ist so eine Sache. Eine Sache, die ist zwar spirituell, aber in Wirklichkeit gibt es da auch sehr viel mehr materielle Motive. Okay, das ist erstmal zur Konsequenz. Aber was sagt unsere Tora dazu im Sinne von, was ist die Alacha? Was ist die Alacha? Was soll so eine Person machen? In der Tora steht, dass ein Mann soll nicht einem Mann beiwohnen, wie er das bei einer Frau macht, denn das ist eine Abscheulichkeit. Und hier sagen die Kritiker, da steht Mann, Mann, aber was ist mit der Frau? Über die Frau schreibt der Rambam, dass in der Tora gibt es einen Satz. In der Tora steht, man soll nicht die Praktiken Ägyptens übernehmen. Es ist verboten, die Praktiken Ägyptens zu übernehmen. Und Rambam und Rashi und viele andere sagen, die Praktiken Ägyptens, das ist eigentlich eine Umschreibung für lesbische Beziehungen. Das sind die Praktiken Ägyptens. Das haben die in Ägypten angestellt. Deswegen ist auch das verboten. Sifra 9.8 sagt auch, dass weibliche Homosexualität ist verboten. Es ist nicht nur das männliche und weibliche ist erlaubt, nein.
Sifra, das Buch, dieses Buch Sifra, welches alte Kommentatoren und Midrashim sind, ist 2000 Jahre alt. Das heißt, mindestens schon seit 2000 Jahren gibt es dieses Verbot von lesbischen Beziehungen. Damit die Kritiker nicht sagen, dass es was Neues erfunden ist oder so. Zweite Sache, die Kritiker sagen, dass auch hier in diesem Gebot geht es nur um diese Art von Vergewaltigung, wie sie im Gefängnis stattfindet, dass ein Mann vergewaltigt einen anderen, um ihn zu erniedrigen, aber in Wirklichkeit ist er hetero. Aber dieser Vers sagt was anderes, die Tora sagt was anderes. Die sagt, dass ein Mann soll nicht einem Mann beiwohnen, wie er es bei einer Frau macht. Warum sagt das die Tora, wie er es bei einer Frau macht? Weil wenn du die Definition der Kritiker übernimmst und er sagt, und sie sagen, dass okay, hier geht es um diese Vergewaltigung und Demütigung, dann heißt es, dass per se jeder intime Handlung zwischen Mann und Frau ist immer eine Vergewaltigung vom Mann aus gesehen. Weil hier steht, ein Mann soll nicht einem Mann beiwohnen, wie er es bei einer Frau macht. Und von hier aus sehen wir, dass es nicht darum geht. Und interessanterweise, immer wenn Homosexualität in der Tora erwähnt wird, fast immer, was ist ein Vers danach oder ein Vers davor? Es geht immer um verbotene Beziehungen mit Tieren. Selbe Kapitel. Selbe Vers. Hier, Vers 23 steht. Und du sollst deinem Tier auch nicht dein Lager geben. Das ist so schön umschrieben, aber ihr wisst doch, worum es geht. Und du sollst dich nicht durch ihn verunreinigen. Und eine Frau soll das auch nicht beim Tier machen. Das heißt, Homosexualität in der Tora wird immer da hingepackt, wo auch Geschlechtsverkehr mit Tieren ist. Eine Sache in der Tora. Das ist eine Sache, das ist genau dasselbe. Was muss jetzt eine Person machen, die solche Gefühle hat? Erstens, das ist kein Status. Eine Person kann nicht sagen, dass ich schwul bin oder so. Sondern dieses Verlangen ist ein Verlangen. Dieses Verlangen ist ein Verlangen, wie jedes andere auch, wie das mein Rabbiner erklärt hat. Er sagte, dass es ist genau dasselbe Verlangen, wie wenn ich Bock habe, zum Beispiel zu McDonald's zu gehen. Nur weil ich Lust habe, zu McDonald's zu gehen oder nur weil ich Lust habe, einen Döner zu essen, heißt das, dass meine Begierde auf einmal erlaubt ist oder meine Begierde sagt auf einmal aus, dass die Tora falsch ist? Nein. Meine Begierde ist mein Problem und ich habe die Möglichkeit, mit meiner Begierde zu kämpfen. Ich habe die Möglichkeit, es nicht zu tun. Anders als ein Tier, weil ein Tier hat nicht die Möglichkeit, gegen seine Begierde zu kämpfen. Ein Tier hat Instinkte. Und wenn ein Löwe eine Antilope sieht, ein Antilopenbaby oder ein kleines Schäfchen und er ist hungrig, dann wird er nicht Mitleid haben mit dem Schäfchen. Er wird es essen, weil er hat einen Instinkt und wenn er Hunger hat, wird er essen. Er kann seine Triebe nicht kontrollieren. Ein Mensch kann seine Triebe kontrollieren. Und ein Mensch, der sagt, ich kann meine Triebe nicht kontrollieren, das heißt per se in der Tora müsste ein Fehler sein, weil ich kann das nicht machen. Er sagt eigentlich davon aus, dass, worin unterscheidest du dich mit einem Tier? Weil das Tier kann sich nicht kontrollieren wie du. Wenn du dich nicht kontrollieren kannst, bist du wie ein Tier. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Gott hat den Menschen erschaffen mit einer freien Wahl und er kann sich kontrollieren und er kann seine Charaktereigenschaften verbessern und er kann sich dafür entscheiden, zum Beispiel hungrig schlafen zu gehen, wenn es nichts Koscheres gibt. Er findet nichts und er ist irgendwo in einer anderen Stadt. Er ist zwar hungrig und es gibt nur unkoschere Sachen, aber er und seine Werte können ihn dazu bringen, dass er sagt, okay, das heißt, ich werde heute lieber hungrig schlafen gehen. Ein Tier, bei ihm gibt es sowas nicht. Also, homosexuelle Gefühle sind eine Begierde, wie jeder andere auch. Und nur weil man das Verlangen hat, heißt es nicht, dass man darauf hören soll. Nur weil man das Verlangen hat, heißt es nicht, dass es automatisch erlaubt ist. Es gibt noch andere interessante Störungen, die von der ganzen Menschheit als solche empfunden werden. Die sagen, ja, das ist verrückt, das ist nicht normal, über die wird nichts gesagt. Zum Beispiel gibt es Vampirismus. Vampirismus kommt vom Wort Vampir. Vampirismus ist, hat ein Mensch, der von Blut erregt wird. Er steht auf Blut und er möchte Blut trinken und er möchte andere beißen. Das ist eine Störung im Kopf. Die heißt Vampirismus. Ist das normal? Nein. Gibt es Menschen, die so etwas haben? Ja. Können Menschen damit arbeiten? Können sie sich beherrschen? Ja.
gibt es noch eine andere Sache, sehr interessant, die heißt Kleptomanie. Ja, wer weiß das? Kleptomanie ist ein Syndrom, wenn eine Person das Bedürfnis hat zu stehlen. Egal wo er ist, er muss immer irgendwas mitgehen lassen. Immer. Er muss immer irgendwie was stehlen. Wenn du so eine Person kennst, heißt es ja nicht, dass du ihn umbringen musst. Nein. Aber möchtest du so eine Person in dein Haus einladen? Nein, warum? Wozu brauchst du ihn? Er wird alles klauen. Dann gibt es solche Sachen wie Sadismus. Nicht menschlich. Oder Pädophilie. Nicht menschlich. Oder Leute, wie ich gesagt habe, die mit Tieren verkehren. Nicht menschlich. Eine Person, die sagt, jeder soll seine eigene Sexualität entfalten, dies, das. Warum ist auf einmal das Bedürfnis mit Tieren ist nicht okay und das Bedürfnis zum selben Geschlecht ist okay? Warum? Vielleicht will das Tier auch. Okay, wenn das Tier nicht will, aber was, wenn das Tier will? Es gibt Tiere, die wollen. Die sind daran gewöhnt. Was dann? Ist es dann erlaubt? Nein, trotzdem nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt auch einen Fall, den ich kenne, es gibt auch viele andere Fälle, die ich nicht kenne, aber einen Fall, den mein Rabbiner erzählt hat, Rav Yaron Ruven. Er hat Folgendes gesagt, dieser Fall ist schon einige Jahre alt, aber nicht zu alt. Er hat erzählt, er hatte einen Schüler aus San Francisco. Er wohnt selbst in Florida und er hatte einen Schüler aus San Francisco. In San Francisco gibt es Gegenden, da ist der schwule Anteil sehr, sehr hoch. Und da gab es einen Juden, der, wie wir alle, ist nicht so besonders religiös aufgewachsen und er hat sein Leben lang schwul gelebt. Er dachte, er ist schwul. Bis er auf einmal schwul gehört hat von Rav Yaron und er hat gesehen, okay, schwul sein ist nicht gut. Was passiert? Ist ja nicht so von heute auf morgen. Er hat gelernt, er hat sich mit ihm kontaktiert und so weiter und so fort. Die haben gelernt. Damals war er 17 Jahre alt. 17 Jahre alt, bekennender Schwuler. Heute ist er in seinen 20ern. Er hat das Bedürfnis von Homosexualität verloren, von A bis Z. Unglaublich. Er hat es verloren. Nicht nur, dass er damit kämpfen muss. Das war früher. Er hat es verloren. Heutzutage steht er auf Frauen. Und er sucht auch eine Frau. Er möchte heiraten. Und wer weiß, vielleicht hat er schon geheiratet. Von hier sehen wir, dass wenn eine Person mit ihren Bedürfnissen kämpft, nicht nur mit kämpft, sondern im Sinne von sie kontrolliert, kann Gott einem Kraft geben, Wunder zu machen. Das ist der Amalek. Amalek ist nicht nur eine Person, die außerhalb von unserem Volk, keiner kennt sie, gar nichts. Amalek sind manchmal Leute in unserem Volk. Was müssen wir machen? Wir dürfen, das ist Regel Nummer 1, wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen darüber reden. Weil wenn wir darüber schweigen, dann geht das alles auf uns auch. Wir müssen darüber reden. Wir müssen, wenn wir zum Beispiel einen Schuch kennen, wo darüber gesprochen wird, wenn wir nicht darüber sprechen möchten, können wir einfach nur auf einen Knopf drücken, weiterleiten, Informationen verbreiten. Wir müssen beteiligt sein, diese Informationen zu verbreiten, damit die Leute erfahren, okay, es gibt solche Leute, mit denen sollte man sich nicht anfreunden. Man sollte wissen, wie, wo, was, warum. Und wir sollten aber nicht handgreiflich werden. Darum kümmert sich Maschiach. Weil der Prophet Ischajau in Kapitel 11, Vers 4 sagt, dass wenn der Maschiach kommt, der Maschiach redet, er macht einen Schuh. Wenn der Maschiach einen Schuh macht, die bösen Leute, die sterben davon. Also er redet, von seinen Worten sterben die Bösen. Die Tzadikim genießen, die Bösen werden umfallen. Deswegen gibt es noch eine sehr interessante Sache zu Parashat Zahor, wo uns gesagt wird, erinnere dich an Amalek und vergiss das nicht, wer er ist, wer er war, was seine Gedanken sind, wie er agiert und so weiter und so fort. Wo steht dieser Abschnitt, sagt Rashi, wo steht dieser Abschnitt? In Sefer Dvarim. Fünfte Buch. Was ist der Kontext von diesem Abschnitt? Der Kontext von diesem Abschnitt ist Ehrlichkeit im Business. Gerechte Waagen. Damals gab es Waagen, wo man Geld abgewogen hat und so weiter, Gold. Man konnte diese Waagen manipulieren, dass es für einen besser rauskommt. Torah verbietet das und sagt, du darfst absolut nicht das machen, weil das ist nicht ehrlich und das ist Lügen und das ist Stehlen und so weiter und so fort. Und gleich danach kommt Parashat über Amalek, Parashat Zahor. Was lernen wir daraus? Wenn wir unehrlich im Geschäft sind, wenn wir Steuern hinterziehen, unehrlich im Geschäft sind, Dinge tun, die wir als Juden nicht tun dürfen, unterstützen wir damit, spirituell gesehen, Amalek, wir geben dem Amalek Kraft. Je mehr wir Schwarzgeld machen, desto mehr geben wir Amalek Kraft. Je ehrlicher unser Business ist, desto mehr entziehen wir Amalek die Kraft.
Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Purim. Jetzt kommt ein ganzes Puzzle. Warum ist überhaupt vom Himmel so eine Bestrafung gekommen, dass Haman wurde die Kraft vom Himmel gegeben, alle Juden an einem Tag eigentlich zu vernichten? Von wo kommt das? Weil unsere Vorfahren, die wollten auf eine Party gehen, auf die Party von Ahasuerus. Ahasuerus war selber ein Antisemit. Er war ein Antisemit und er hat eine Party gemacht. Diese Party hat 180 Tage lang gedauert. Das war eine Riesenparty, die hat ein halbes Jahr gedauert. Ein halbes Jahr war die ganze Stadt in Partystimmung. Jeden Tag gab es Frühstück, Mittag, Abendessen und so weiter und so fort, Tänze im Palast und so weiter. Das war eine Riesenparty. Ahasuerus wollte zeigen, wie viel Geld er hat. Er wollte zeigen auch, dass er jedem überlegen ist und dass die Juden nicht geschafft haben, ihren Tempel aufzubauen, weil jeder dieser persischen Könige, er hatte immer Angst, die hatten immer Angst gehabt, weil die kannten die Prophezeiungen der jüdischen Propheten, die waren ja öffentlich für jeden und die wussten, dass nach 70 Jahren hauen die Juden ab und bauen ihren Tempel und werden wieder zu einem Volk. Und jeder hat versucht, diese 70 Jahre immer zu berechnen. Jeder ist da fehlgeschlagen und Ahasuerus war auch einer, der versucht hat zu berechnen, hat auch fehlgeschlagen und er dachte, tja, zu meiner Regentzeit gibt es keinen Tempel und deswegen hat er die Party gemacht. Das Ding ist, Essen war koscher. Essen war koscher, warum? Damit die reichen Juden aus der Stadt, damit sie auch kommen, Geldgeber und so weiter und so fort. Und warum wollten die reichen Juden auf die Party? Das war auch ein Business Meeting, versteht ihr? Also man konnte Kontakte machen, Business Meeting. Obwohl da Bauchtänzerin war. Wer war der Jude, der verboten hat, auf die Party zu gehen? Mordechai. Mordechai war der Einzige, der aufgestanden ist, der radikalste von denen, und hat gesagt, ihr dürft nicht auf die Party gehen. Die haben nicht auf Mordechai gehört. Und so bekam Haman vom Himmel aus gesehen, der Amalek, die Macht, das jüdische Volk zu zerstören, was er nicht geschafft hat. Warum? Tshuva. Tshuva annulliert alles. Alles. Ich war vom Herzen, sie haben 3 Tage lang gefastet. Sie haben wirklich gesehen, wir sind wirklich in einer schlechten Lage. Pesach haben sie ausfallen lassen, weil das war Sedeabend. Ausfallen lassen, Notfall, warum? Pikuach Nefesh, wir müssen fasten. Danach hat sich das Schicksal gewendet und das, was Haman für Mordechai geplant hat, das wurde auf ihn selber übertragen. Wir sehen von hier Mida keneged Mida, Maß für Maß. Durch Geld, durch die Liebe zu Geld und die Unehrlichkeit im Business und diese nicht koschere Party, obwohl Essen koscher war, also auch wieder diese 50-50, sind die Juden dahin gegangen, wegen dem Geld, wegen dem Geschäft. Und durch Geld kam die Vernichtung. Warum? Haman war bereit, 10 Talente, 10.000 Gold, Silberbarren zu bezahlen, für die Vernichtung der Juden. Er war bereit, Ahasuerus zu bezahlen. Aber Ahasuerus hat gesagt, behalt das Geld bei dir. Auch ohne dieses Geld, Gold, Silber, auch ohne das ist das eine sehr gute Idee. Und so weiter. Jedoch sehen wir, dass wie das Problem kam, so gleich kam auch die Lösung. Das ist immer so in unserem Leben. Wenn ein Problem kommt, kommt die Lösung gleich mit, wie ich am Anfang des Schirus gesagt habe. Haman hat die Macht bekommen, aber zur selben Zeit kam auch Esther ins Königshaus. Haman hat die Macht bekommen und zur selben Zeit war Mordechai da. Und die beiden, Esther und Mordechai, haben es geschafft, das Volk sich selber so zu verändern und haben die ganze Situation nochmal geändert. Weil sie nicht die Hoffnung aufgegeben haben, egal in welchen schlechten und schweren Zeiten wir leben, unser Volk, hier auf der Welt passiert das, Corona, bla bla bla, immer wenn eine Strafe kommt, kommt auch gleich die Lösung. Die Frage ist, sind wir bereit, diese Lösung schnell zu entdecken, mit unseren Taten schnell freizuschalten, oder sind wir mit unseren Taten nicht, quasi können wir das anhand unseres Levels noch nicht freischalten, aber die Lösung ist schon hier. War schon ganz am Anfang da. Als Corona gekommen ist, kam auch die Lösung mit dazu vom Himmel. Nur, es hat gedauert, beziehungsweise es dauert immer noch, ob wir die Lösung finden oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und auf dass wir kämpfen für die Ehre der Tora und weiterhin diese Shiurim besuchen, auf dass dieser Shiur, ich müsste das eigentlich am Anfang sagen, aber Srut und Refuah Shlemah und Leilui Nishmat ist für all die Leute, die es brauchen, für all die Seelen, die es brauchen. Leilui Nishmat für Raphael Benek Adam, Araf
Benjamin ben Fegel, Rav Mordechai ben Tamar und dem Vorschema für Abraham ben Sara, David Chaim ben Zipporah Sara und alle anderen, die es brauchen, als Lacharabah für dieses Haus. Danke, dass wir Schuch hier machen durften, dass hier immer Heiligkeit ist in diesem Haus und Gottesfurcht und alle anderen guten Dinge und dass dieses Haus spirituell wachsen wird und ein Licht wird für alle Häuser in unserer Gegend. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.